Wilma, schön, dich zu sehen. Hallo, Freddy. Hallo, Kinder. Ja, was ist denn da los? Kinder, wo seid ihr denn? Freddy, weißt du, wo die Kinder sind? Haben die sich alle versteckt? Du hast wohl seit den letzten Sonntagskindern nur geschlafen und gar nicht mitbekommen, was da gerade so auf der Welt los ist? Ich habe echt keine Ahnung, was passiert ist. Du weißt wohl, was los ist? Na klar, ich kenne mich doch immer aus. Die Kinder sind alle zu Hause, weil es den Coronavirus gibt. Wie, die Kinder sind zu Hause? Das kann doch nicht wahr sein. Die sind doch sonst immer da. Ich freue mich so, wenn Sonntagskinder ist und bei uns hier mal was los ist. Ich mich auch. Aber die Kinder müssen alle zu Hause bleiben. Sie dürfen nicht einmal in die Schule. Nein, das glaube ich nicht. Die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule? Das habe ich doch noch nie gehört. Es ist gerade alles anders als sonst. Die Sonntagskinder fallen aus, der Turnverein ist zu, die Kinder dürfen sich nicht mit ihren Freunden treffen, sie dürfen nicht auf den Spielplatz, sie sollen immer zu Hause und im Garten bleiben. Das ist ja unglaublich, dass es sowas gibt. Weißt du, den Kindern geht es gerade so wie dir und mir. Wir zwei leben schon unser ganzes Leben so. Wir sind immer zu Hause. Wenn Sonntagskinder vorbei ist und alle Kinder fort sind, dann geht's wieder zurück in unser Zimmer. Und da warten wir dann, bis endlich wieder Sonntagskinder ist und die Kinder endlich wieder kommen. Da ist dann immer was los. Freddy, meinst du, die Kinder sitzen nun zu Hause und haben Angst, weil sie nicht mehr raus dürfen? Ich hoffe nicht. Die sitzen ja nicht nur da und warten, bis sie wieder raus dürfen. Die haben was zu tun. Sie lernen jeden Tag zu Hause, sie können im Garten spielen, helfen ab und zu mal den Eltern, spielen ein Spiel, basteln und kochen vielleicht auch mal was. Aber ich glaube schon, dass einige Kinder bestimmt auch ein bisschen Angst haben, wenn sie an die Krankheit denken. Mir geht's auch manchmal so, wenn ich alleine zu Hause in meinem Zimmer bin. Stimmt. Es ist nicht immer schön, allein zu sein. Kannst du dich noch an die spannende Geschichte aus der Bibel bei den letzten Sonntagskindern erinnern? Gerade weiß ich nicht mehr, wie die Geschichte ging. Kannst du sie mir noch einmal erzählen? Na klar. Pass auf. Jesus erzählte diese Geschichte. Es war ein Hirte, der hatte 100 Schafe. Er kannte alle Schafe mit ihrem Namen. Und auch die Schafe kannten ihren Hirten und hörten auf seine Stimme. Jeden Tag zog der Hirte mit seinen Schafen auf die Weide. Der Weg war oft gefährlich. Er führte über steinige Berge und führte durch finstere Täler. Aber die Schafe blieben dicht bei dem Hirten. So konnten sie sich nicht verlaufen. Aber eines Tages kam ein Schaf vom Weg ab und verirrte sich. Der Hirte merkte es erst am Abend, als er die Schafe zählte. Wie erschrak er! Er hatte keine 100 Schafe mehr. Ein Schaf fehlte. Da ließ der Hirte die 99 Schafe stehen und zog sofort los, um das verlorene Schaf zu suchen. Er ging immer weiter in die Nacht hinein. Er stieg über schroffe Felsen und durch tiefe Schluchten und immerzu rief er das Schaf mit Namen. Auf einmal hörte er etwas, nur ganz schwach. War das nicht sein Schaf? Der Hirte lief schnell darauf zu und wirklich, da lag das Schaf, das er verloren hatte. Er hatte es gefunden. Wie froh war er nun! Er nahm das Tier behutsam auf seine Schultern und trug es voll Freude nach Hause. Zu Hause aber holte der Hirte alle Freunde und Nachbarn herbei und rief fröhlich: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf verloren. Doch seht, ich habe es wiedergefunden. Das ist ja eine schöne Geschichte. Ich glaube, dem Schäfchen ging es bestimmt nicht so gut, als es ganz allein unterwegs war. Sag mal, weißt du auch, warum der Hirte das Schäfchen gesucht hat?
Ja, klar, weil der Hirte das Schäfchen lieb hat. Wenn das Schäfchen beim Hirten ist, dann ist es ganz sicher und braucht keine Angst vor irgendwelchen gefährlichen Sachen haben. Genau, da hast du recht. Und weißt du auch, so wie der Hirte das verlorene Schaf gesucht hat und sich um das Schäfchen gekümmert hat, genauso macht es Gott. Gott hat jedes Kind sehr, sehr lieb und er ist immer da. Gott ist ein guter Hirte, der immer für uns sorgt und auf uns aufpasst. Deshalb brauchen wir keine Angst haben, weil Gott immer da ist. Freddy, das hast du aber schön gesagt. Nun werde ich die Geschichte mit dem Schäfchen nie mehr vergessen. Ich bin so froh, dass Gott mein guter Hirte ist, der mich liebt und auf mich aufpasst. Also Wilma, jetzt sagen wir noch Tschüss zu den Kindern. Tschüss! Gerade ist mir noch was eingefallen, was ich noch unbedingt sagen möchte. Gott behüte euch und ich freue mich schon, wenn wir uns endlich wiedersehen.